Und einige der Ahlul Ilm entnehmen daraus auch, wenn das nicht ganz explizit ist, dass wenn zwei Personen, zwei Kontrahenten, die in einem Konflikt sind, einen Dritten zwischen sich einsetzen, mit dem beide zufrieden sind, dass seine Entscheidungen oder seine Urteile verbindlich sind. Das heißt, wenn zwei Kontrahenten, beispielsweise Mann und Frau, sie sind uneinig, sie haben einen Konflikt und sie setzen jetzt einen, ich nenne es mal Schiedsrichter, wie das oft in den Übersetzungen des Korans übersetzt wird. فَجَعَلُوا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. Und wenn wir den Konflikt befürchten zwischen den beiden, dann nehmt einen Hakam von seinen Leuten und einen Hakam von ihren Leuten. Wenn wir das jetzt machen mit gegenseitigem Einvernehmen, sind dann die Entscheidungen dieser Persönlichkeiten verbindlich für uns oder nicht? Sie sind keine Richter, keine offiziellen Richter oder derartiges. Aber sind sie verbindlich? Sie sagen ja, wenn man das mit gegenseitigem Einvernehmen getan hat, dann sind ihre Entscheidungen verbindlich für die Person. Es geht auch hier für Deutschland jetzt, wo wir zum Beispiel in vielen Ehefragen, wir haben nicht die Al-Qudha, und es gibt viele nicht offizielle Ehen. Also offiziell, ich meine standesamtlich, keine standesamtlich eingetragenen Ehen. Und es gibt manchmal Fälle, der Mann weigert sich vehement, die Frau zu trennen. Er macht es nur, um ihr zu schaden, ja, damit sie nicht heiraten kann. Aber eigentlich hat er nichts mehr mit ihr zu tun. Was machen wir in so einem Fall jetzt? Was machen wir in diesem Fall? Die Ehe, yani, mal angenommen, man müsste das über offizielle Wege machen. Das geht nicht. Die Ehe ist, die existiert gar nicht. Wir haben keine Qudha und keinen Sultan oder derartiges. Und keine Vertreter. Was machen wir in diesem Fall jetzt? Wir sagen, okay, dann musst du halt bis zum Ende deines Lebens so bleiben. Kann man leider nichts machen. Es muss irgendeinen anderen Lösungsweg geben. Unter anderem, einer der Lösungswege ist, wenn die beiden sich mit Einvernehmen entscheiden, dass eine bestimmte Person die ganze Sache beurteilt und darüber entscheidet, und nehmen wir an, diese Person sagt dann, entscheidet mit einer Trennung. Ist es dann verbindlich? Ist verbindlich. Er ist dann verbindlich für beide. Dann haben wir natürlich noch eine Situation, wo er auch das verweigert. Er möchte auch das nicht. Er sagt, mir geht es ja gar nicht darum, irgendwie zu schlichten. Ich mache das ganz bewusst, damit sie darunter zu leiden hat. Er hat schon die nächste geheiratet. Ja. Und natürlich auch in diesem Fall gibt es dann Situationen, wo dann auch gegen seinen Willen einfach die Ehe aufgehoben wird. Es kann nicht sein, dass die Frau dass wir dann einfach sagen, ja gut, die Umstände sind halt so, kann man nichts machen. Hast du Pech gehabt.